Hallo ihr Lieben! Vorab wünsche ich euch allen natürlich einen frohen dritten Advent. Wo ist denn nur die Zeit geblieben? Ich habe hier auch meinen Schneemann-Weihnachtspulli an. Ja, viel davon seht ihr nicht, aber ich dachte, für den dritten Advent passt das ganz gut. Und wir haben hier wieder die Adventskalender von Kreativbund und von Create a Smile. Wir fangen heute mit dem von Create a Smile an, mit diesem super süßen Pinguin. Ich glaube, der ist aus dem Set Kalte Nasen. Ich glaube, das ist auch bei mir eingezogen. Wenn ich es jetzt nicht geträumt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das bestellt habe. So, guckt mal. Oh, das ging ja fast richtig gut. Leute, Leute, das Geheimnis wird geklärt. Heute kommt das Set Ohren dran. Den Hinterleger hatte ich ja in einem anderen Set, was wirklich nicht schlimm ist. Also keine Gedanken, aber ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das heißt. Ich spüre mehrere Stempel. Also es ist kein großer Textstempel einzeln. Ich habe ja in dem Video schon gesagt, also in dem... Ach, Leute, ich rede einfach nochmal von vorne. Ohren. Was könnten Ohren sein? Ich muss gestehen, ich denke an diese Figuren von... Ha, wie heißt denn jetzt dieser scheiß Film? Entschuldigung, guter Film. Ich mag nur einfach keine lustigen Sachen. Entschuldigung. Toy Story. Da denke ich an diese kleinen Figuren mit diesen Riesenohren. Sowas wird da nicht drin sein. Aber vielleicht, ich habe immer ein Ohr für dich und dann so ein... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ein Elefant mit so Riesenohren und dann ich habe immer ein Ohr für dich. Wir gucken. Seid ihr bereit? Oh, ich habe schon die ganzen Tage überlegt, was es ist. Nein, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Warte, das müssen wir richtig auspacken. Ist eine Maus mit Käse. Also ist wahrscheinlich dann keine Maus, sondern wieder eine bestimmte Maus. Oh, Leute. Hallo, hallo. So, geschafft. Also wir haben eine Maus mit sehr großen Ohren und einem Stück Käse. Was hören meine Ohren? Du hast ja Geburtstag. Das ist auch süß. Das ist ja auch putzig. Herrlich. Was hören meine Ohren? Du hast ja Geburtstag. Und dann diese Maus mit den Riesenohren und dem Stück Käse in der Hand. Sehr putzig. So, und dann kommen wir jetzt zu Kreativbund. Hier ist ein Stencil drin. Oh, ich und mein Gedächtnis. Ich würde ja sagen, dass der da drin war. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der ist es. Genau, also ich finde die Sonne und den Mond tatsächlich... Ich finde die Sonne und die Wolken echt ganz schön, aber ich mag ja einfach keine Regenbögen so gerne. Es ist aber eine Marke, die ich haben wollte, also kann man da nicht meckern. Ich muss aber gestehen, ich glaube, ich würde den nicht auspacken, weil der wahrscheinlich nochmal weiterziehen darf. Deswegen lassen wir den heute verpackt. Aber die kleine Maus stempeln wir jetzt ab.
eben. Ne? Den Stencil haben wir jetzt nicht ausprobiert, weil der darf wahrscheinlich einmal weiterziehen. Aber guckt euch hier mal die süße Maus an. Was hören meine Ohren? Du hast ja Geburtstag. Und da habe ich die ATC wirklich diesmal komplett fertig gemacht. Mit so ein bisschen Gesprenkel im Hintergrund. Und ja, finde ich wirklich ein sehr süßes Stempelset. Wo ist es überhaupt? Hier ist es. Ich bin mit von was ganz anderem ausgegangen, aber ich mag's. Also vielen, vielen Dank und dann habt noch einen schönen dritten Advent. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!